So, Leute. Okay, jetzt fangen wir an. Aber. So, ich bin wieder zurück. Und zwar von der Kur. Es hat zwar 6 Wochen lang gedauert, aber ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal direkt weiter. Ne? Also, eigentlich wollte ich die gute Kampagne weitermachen, aber ganz ehrlich, ich habe auf die böse Kampagne mehr Bock. Also machen wir auch das direkt. Was ich auch noch sagen will, 6 Wochen war eine lange Zeit. Aber es wundert mich, dass ich trotzdem ein paar Abonnenten mehr bekommen hat. Dafür danke ich euch erstmal und ja, jetzt geht's wie gewohnt weiter, würde ich mal sagen. Ne? Oh, ich mag die Musik. Ach komm, ich bin hart Diabolo. Ich mache alles auch schwer. Will ich mal sagen. Aber zuerst kommt das Intro. Na gut, hören wir uns das mal an. Das Ende des dritten Zeitalters. Mittelerde steht am Rande des Abgrunds. Na, ich bin mir nicht so sicher. Voll der Last Group. The Last Group. Das auch ab. Die freien Völker kämpfen gegen Sauron, den Herrn der Ringe, dessen riesige Armeen kriegsbereit sind. Ich liebe diese Orks. Die nicht. Dol Guldur. Ach ja, stimmt, wir spielen die. Stimmt. Ich bin so dämlich. In dieser dunklen Stunde kommen die Anführer der Elben, Zwerge und Menschen im Rat von Elrond zusammen, um über den nächsten Schritt zu beraten. Ja, machen wir mal. Während die Gemeinschaft des Rings nach Süden aufbricht, um den Ursprung von Saurons Macht zu vernichten, bereiten sich die restlichen Heerführer auf die drohende Invasion der nördlichen Länder vor. Elben und Zwerge ziehen zum ersten Mal seit Menschengedenken vereint in die Schlacht gegen den gemeinsamen Feind. Bin Jux. Die machen wir alle platt. Ich freue mich schon auf den da. Ich glaube, ich verrate zu viel, oder? Ja, ich habe böse Kampagne mehr gespielt als gute Kampagne. Ich wünschte, das wäre der Hexenkönig von Angmar. Aber nein, das ist Saurons Mund. Saurons Mund ist nicht gerade der legendär oder cool oder so. Also finde ich. Der dunkle Herrscher Sauron weitet seinen Einfluss über ganz Mittelerde aus. Orks steigen aus dem Nebelgebirge herab. Eine gewaltige Armee hat Dol Guldur die dunkle Festung in Düsterwald verlassen. Der Krieg im Norden beginnt in Lothlorien. Dort versucht der Herr von Dol Guldur, die Elben der nahegelegenen Wälder zu zerschmettern. Ach, ist ja nicht schwer. Obwohl, ich habe so schwer eingestellt. Naja. Lange haben wir den Angriff auf Lorien vorbereitet. Die Elben haben unsere Armeen lange genug zum Narren gehalten. Doch das hat heute ein Ende. Wir müssen eine Armee ausheben, bevor wir die Elbenstadt angreifen. Zuerst muss uns ein Baumeister eine Höhle bauen. Eine Höhle. Zuerst muss er eine Höhle bauen. Gibt es jetzt schon Bonusziel? Nö. Gut. Die gehen wir alle runter. So, das ist der Saurons Mund. Ganz ehrlich, ey, der ist so blödsinnig hier. Bringt mir ihre Anführer. Gut. Anders als die, da spricht er zwar, aber der ist so witzlos. Ganz ehrlich. Ah ja, die Orkhöhle ist fertig. So. Bilde Soldaten. Was haben wir hier? Rohstoffe für bedichte Gegner. Nehmen wir das als erstes. Klingt viel praktischer. Für unseren Angriff auf Lorien aus. Bilde 2 Orkhorden aus. 1, 2. Das Auge beobachtet. Die gehen wir weiter nach hinten. Jetzt noch ein Ziel.
Bilden Höhle 2, ja, ja, okay. Kann ich eigentlich schon... Nein, kann ich nicht. Unsere Bogenschützen sind bereit. Ganz ehrlich, die Nazguls finde ich am coolsten. Ebenso wie die Feldblitzchen. Das sind ja insgesamt auch Nazguls. Aber der da ist so Schwachsinn. Der Hexenkönig ist viel cooler als... Da. Die Orks sind bereit. Unsere Gänge bringen uns Rohstoffe. Je mehr Gänge, desto größer unsere Reichtümer. Hätte ich nicht gedacht. Wir brauchen einen zweiten Gang, damit wir das Land erobern können. Jeder ohne zweite Gang, damit wir das Land erobern können. So. Mach dich nützlich. Es geht mir noch wirklich zu langsam. Options. Tut mir leid, ich komme trotzdem nerven, aber hier muss ein bisschen erhöht werden. So. Ja, schon viel besser. So. Die gehen dahin. Oh, ich muss erstmal eingewöhnen hier. So. Ein Hinterhalt! Die Elben greifen von den Bäumen aus an. Können Sie gerne machen. Bring unsere Truppen durch die Gänge nach Lorien. Schnell! So. Bring unsere Truppen erst in den Gang und wähle einen anderen Gang, aus dem sie wieder rauskommen. So, oh, du Scheiße. Die verlieren ja Herbst. Oh, zumindest, ne, das ist auch ganz, ganz schwaches Level, aber. Der leuchtet so komisch. Oh, cool. Höhlenfratze. Das Gebäude ist fertig. Höhlentrolle sind mächtige Bestien. Nicht einmal Gebäude halten ihnen stand. Wir brauchen sie, um die Elbenstadt zu vernichten. Wir brauchen eine Kluft. Nur dort können wir Höhlentrolle beschwören. Alter, ich höre eigentlich gar nicht mehr zu, was der da überhaupt labert, aber. Sonst was? Baut eine Kluft. Cool. So, Lanzenkrieger. Gut gemacht. Trampel. Die Kluft ist fertig. Aber bevor wir komm, die Höhlentrolle rufen, müssen wir die Kluft verbessern. Mach ich doch gerade. Was kann ich hier eigentlich machen? Ein Held bestellen? Cool. Haltet euer Werkzeug bereit! So, jo. Also Geld ist irgendwie das Wichtigste. Selbst wenn das für die erste Mission, glaube ich, ein bisschen witzlos ist, aber... Trotzdem. Baut! So. Was sein muss, muss sein. Macht, was euch befohlen wird! Aber jetzt neue Ziele. Da, verbessert die Kluft. Ausgezeichnet! So. Wir haben die Kluft verbessert! Davon bauen wir noch drei. Endlich Höhlentrolle beschwören. Drei Höhlentrolle. Wähle ich die Kluft oder schafft ein Höhlentroll? Habe ich gemacht. Gut. So. Der Höhlentroll ist bereit. So. Wir müssen unsere Festung verteidigen, um den Sieg davonzutragen. Bau auf den Bauplätzen rund um unsere Festung mehrere Verteidigungen. Wählt den Bauplatz mit Fuß und. Wir haben einen Höhlentroll erschaffen. Kommt zweimal Spinnenlöcher und einmal ein Gefallgrundturm. So, der kämpft mit Nahkampf. Und vernichtet ihre geliebten Häuser und Bäume. So. Am Anfang wählt eure Truppen aus und Elbenbaumhäuser. Ja, gut. Wir haben einen Höhlentroll. Kann noch warten. Die Verteidigungen sind bereit. So, wie viel habe ich denn da noch? Komm, da können wir noch ein paar Truppen bauen, oder? Oh, davon bauen wir noch einen, davon bauen. Und der da wird noch mehr gekloppt. Wer ist das? Hi dir. Ja, ist er. Also wir bauen natürlich erstmal. Wir wollen ja nicht ganz schwach hingehen. Die geht jetzt mal auf Pferden. So. Unsere Bogenschützen sind bereit. Da passt eigentlich noch was. Oh, das geht mir jetzt schon alle zu langsam. Hier, komm, zweite Orkhöhle. Mach dich nützlich.
So, fehlt noch ein Höhlentroll. Ich meine, je mehr, desto besser. Die Höhle ist bereit. Wir komm, haben viel zu tun. Dann bauen wir noch eine schnelle zweite Kluft. Baut. Unsere Bogenschützen sind bereit. Unsere Bogenschützen sind bereit. Erschaffen. So, und das ist aber auch Maximum. Wo ist der Feind? So. So, die gehen jetzt mal hier hoch. Das ist so doof, ist Sau und Monster ganz schön langsam. Ihre Frechheit wird aber, naja, nicht ungesühnt gut bleiben. Müssen wir jetzt damit leben, ne? So. Dieser Team 1 und ihr bereitet euch vor. Eine neue Kluft gegraben. Stilvoll stehen, so. Der geht jetzt hier hoch. Das rüsten wir auch mal auf Stufe 2 aus. Ja, 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 das machen wir ja noch alles. Was hat denn der eigentlich so ein böses Auge? Der hat aber kein Auge. So. Nazgul. Nazgul ist viel cooler. Der hat auch die Auge-Klinge und Kreischen und das alles. Ich glaube, der eine hat hier noch einen Felsbrocken, oder? Der holt sich bitte einen Baumstamm. Wir haben die Klüfte erweitert. So. Positionieren. Und Action. Ja. Ihr werdet dieses Land nicht besuchen. Doch, doch, das werden wir. Oder sterbt. So, erstmal die Bogenschützen. So viel Mut muss bestraft werden. Vernichtet ihn. So. Also, die scheinen nicht gerade erfolgreich zu sein. Zerstört die Elbenbaumhäuser. So. Elben, an die Waffen. Der Feind ist hier. Der Feind ist hier. Bring Heil dir, Vita Glorium zu fahren. Ach, ach, der steht da noch. Der Feind, er greift an! Verliert überhaupt Leben? Ich glaube, sie kloppen einfach nur auf ihn drauf, aber irgendwas irgendwie. Nein, 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 bitte hier die draufhauen. Bau noch einen Gang am anderen Ufer des Flusses, so, damit unsere Truppen schneller in Lorien einfallen. Yeah. Ja, warte mal. So, jetzt soll die Bogenschützen weghauen. Oder umtrampeln, wie man sagen, genauer sagen sollte. So. Ey, Heil, der ist so heftig. Warum ist er so stark? Zerstört die Elbenbaumhäuser. Das Baumhaus steht im Weg. So, dann wird Stufe auf der Stufe 2, ja. Und wir bekämpfen ihn natürlich zurück so lange. Dieses Scheißge. Dieser Elb verspottet. Ja! Fäll ihre Bäume! Dann können sie sich nicht mehr verstecken! Da! Die Festung so. Gloriens! Karas Galadon! Reißt sie nieder! Was? Ist das jetzt ein Bug oder so? Und warum verliert er kein Leben? Einer unserer Anführer ist gefallen! Aber das heißt nichts. In der Festung kann er wiederbelebt werden. Hä? Bau sofort weiter raus. Troll und erober Lore Erfolg. Ja, ja, ja. Hä? Der verliert sich gar kein Leben. Baut am anderen Ufer, erweckt euren Gefallenen. Ja. Sollte das so sein, dass er keinen Kratzer bekommt? Ich meine, der rennt immer am Anfang weg. Oder... Bin ich mir jetzt da was Falsches ein? Ich meine, ey, der verfolgt mich da einfach. Und ich kann ihn keinen Kratzer machen. Also ich glaube, das ist ein Bug. Oder? Ich meine, der verfolgt mich jetzt. Alter, das kann doch nicht wahr sein, oder? Hier, Heidi, stirb mal. Der verliert Leben. Unser Anführer ist zurückgekehrt.
So, verreck halt die. So. So. Wir werden jetzt noch einfach ein bisschen weiter mit dem rumrennen. Ich dachte, wir sind fertig. Der hier baut hier mal was. Der baut hier diese Kluft mal auf. So. Das Lustige an denen ist, die können auch Orks hochheben. Ungefähr so. Und dann schmeißen sie Orks. Voll der Hammer eigentlich, aber. Hm. So. 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 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. So, die laufen jetzt mal dahin und die gehen mal zum gucken, was es gibt. So. Einfach draufhauen. Einfach draufkloppen, was zurückhält. So, die Höhlentroller machen wie alle. Was soll das? Ey, ist doch voll gnadenlos. Ey, so. Eigentlich voll cool. Naja. Und schon verrecken die ersten paar. Sie greifen uns an! Hm. Zack. Ey, das ist doch voll der Hammer, oder? Das ist Hammer. So, So, die laufen jetzt mal rein. Da kommen, dürfen jetzt keine mehr rauskommen. So. Bonusziel, 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 verbessert, verbessert. So. Team 1. So. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Denn hier oben erwartet ihr das. Riesen gefangen. Riesen. Genau. Wir befreien jetzt diesen Riesen. Denn die werden uns, die werden die Elben zerschmettern. Der Riese ist frei! So, diesmal Team 1. Die Riesen sind so gesehen jetzt die wichtigsten Einheiten. Da sie einfach nur Riesen sind. Aber der wird mal zum Nahkampf übergehen. So. Ich meine, die Riesen hier sind schon heftig. Muss man schon mal sagen. Die sind, glaube ich, sogar noch stärker als Olifanten. Selbst wenn das jetzt unglaubwürdig klingt, aber das ist so. Also, ist glaube ich so. Also, wenn die Olifanten die Charakteren besetzt sind, dann sind die echt viel stärker. So, aber jetzt genug davon geredet, jetzt einfach nur platt machen. Noch ein Riese. So. Unsere Armee wird immer stärker. Es ist zu spät! Der Riese ist frei! Aber wenn sie, die Felsbrocken machen allen Schaden. So viel zur Info nur. Worauf warten wir? Lorien muss fallen! So. So. So, Riese Nummer 2. Noch ein einziger Riese. Und Gebäude. Aber wir kommen ziemlich gut voran, muss ich sagen. Zack. Wie viel Zeit bleibt uns eigentlich noch? Ah, die Zeit ist eigentlich schon so gut wie rum. Komm, wir machen noch dieses letzte Gebäude hier kaputt. Dann zerstören wir Lorium einfach das nächste Mal. Oh, da stand ja noch jemand. Oh. Was sagt das doch? Kann ich Hell sehen? So. Also, ganz ehrlich, böse ist viel cooler als gut. Ist in auch in den meisten Spielen so. Aber jetzt würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Oder
was ich jetzt einfach noch sagen werde, als Abschied. Wo habe ich das? Bon Voyage. Sommer was Neues, ne?